Hallo allerseits. Ihr seht den Freunde fürs Leben Bar Talk. Bei mir Nina Gnädig und wir sind jetzt angelangt bei unserer kleinen Rubrik Gesichtsgymnastik. Und die funktioniert da so, dass ich dir Begriffe nenne und du machst dann den vermeintlich dazu passenden Gesichtsausdruck. Zack, zack. Wir können es auch andersrum machen. Ich lese ihn und du rätst dann immer, was es sein könnte. Oh. Das finde ich gut. Wirklich? Ja. Ich Bombe, oder? Okay. Oh. Machen wir alle? Mach einfach ein paar. Du hast ja auswendig gelernt. Nee. Dann mach ich durcheinander, okay, wenn du mir nicht glaubst. Okay. Ist das schon einer? Oder liest du noch? Dann würde ich jetzt sagen, nachdenklich. Schön, da hätten wir das schon mal. Haben wir das schon mal? Okay. Das ist jetzt aber nachdenklich. Oder haben wir auch skeptisch? Ja, sehr gut. Dann gehe ich mal über in. Gelangweilt? Fast. Genervt. Darf ich auch dabei so Geräusche machen eigentlich? Klar. Ach ja. Traurig. Ja. Besoffen. Ja, und wenn man besoffen ist, ist man... Was bin ich für eine schlechte Schauspielerin? Siehst du, das wollte ich nämlich vermeiden, dass ich nicht erkenne, dass du die Schuld bei dir suchst, um Gottes Willen. Ich bin ein schlechter Erkenner. Also, was bin ich jetzt gerade? Kaputt. Es soll entspannt sein, aber... So sieht es aus, wenn du entspannt bist. Mega entspannt. Mega entspannte Braut. Okay. Ich lese dir den Begriff vor, ich spiele ihn dir vor und dann rennst du ihn. Das ist ziemlich idiotensicher. Das kriege ich hin. Nein, okay. Was war das? Erschrocken. Ja. Aufmerksam? Ja. Oder flirty? Nein. Du müsstest jetzt mit deinen Haaren drehen. Überrascht. Ich bin positiv überrascht. Hast du so ein kleines Aha, habe ich da gehört auch, ne? Ja. Eieiei, das wird echt immer schwieriger, okay? Da geht es eher um eine Grundsatzhaltung. Ja. Freundlich. Sympathisch. Optimistisch. Optimistisch. Ja. Ja. Dann fehlt nur noch... Erfreut. Ja, und wenn das ein Zustand ist, ist man... Glücklich. Ja. Und das Gegenteil ist... Unglücklich. Ja. Traurig. Ja, da bin ich jetzt noch gar nicht dazu gekommen. Aber ich bin ich auch gerade nicht. Schnute geht immer. Das war's schon. Ja, hast du toll gemacht. Ja. Ich habe auch fast alles erraten. Du hast ja, wir, nicht. Jetzt nicht machen wir es. Die Kamera ist aus, jetzt machen wir es nochmal. Also pass auf, als allererstes kann ich gleich. Ja, ich hätte wirklich auswendig lernen müssen. Das wäre ein riesen No geworden hier. Nein, es war viel besser, dass du es nicht erraten hast. Auf welchen Weg. Jetzt, wenn ich es nochmal so lese, ich erkenne sie alle wieder, die du da gerade gemacht hast. Ja. Sehr schön. Super. Herzlichen Dank. Ja, schön war's. Danke. Ja, ich sehe schon. Hier so, wenn man hier Leute vom Fach hat, ne, dann funktioniert die Rubrik anders.